Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful Word Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Die Bibel ist unmissverständlich klar, dass es nur einen Gott gibt, einen Gott und sonst keinen. Aber viele Leute heutzutage haben diese Einstellung, ach, es ist in Ordnung, an was du glaubst, ob du an gar nichts glaubst, ob du an Buddha glaubst, an Jesus, spielt alles keine Rolle. Aber es spielt sehr wohl eine große Rolle, an welchen Gott du glaubst, weil es nämlich nur einen Gott gibt und sonst keinen. Die anderen Götter sind Lügen, die anderen Götter sind Götzen. Es gibt nur einen Gott, den Gott der Bibel, der Herr, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Und er hat ein Gesetz gegeben, das für die ganze Menschheit gilt. Und das erste der 10 Gebote lautet: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die Bibel ist eindeutig, dass es nur einen Gott gibt, dass wir keine anderen Götter neben ihm haben sollen, weil er eben der alleinige Gott ist. Also jemand, der nicht an den Herrn glaubt, verstößt gegen das Gebot Gottes. Die Bibel sagt in 5. Mose Kapitel 4, Vers 35, dir ist es gezeigt worden, damit du erkennst, dass der Herr Gott ist und keiner sonst als er allein. Wieder, es gibt nur einen Gott, nur der Herr ist Gott. Die anderen Götter gibt es nicht. Das sind Götzen. Es gibt nur einen Gott, den Herrn. Vers 39, sollst du nun heute erkennen und es dir zu Herzen nehmen, dass der Herr der alleinige Gott ist, oben im Himmel und unten auf Erden und keiner sonst. Es könnte jemand sagen, ja, der Herr ist der alleinige Gott für die Christen, für eine bestimmte Glaubensgemeinschaft. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass der Herr der alleinige Gott ist, oben im Himmel und unten auf Erden und keiner sonst. Also egal ob im Himmel, auf Erden, egal wo, überall ist der Herr der einzige Gott. Es spielt keine Rolle, welcher Glaubensgemeinschaft jemand angehört. Es gibt trotzdem nur einen Gott. Es ist der Herr, der Gott der Bibel. Die Bibel sagt außerdem in Jesaja Kapitel 43, Vers 10, ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Worauf du aber besonders achten solltest in diesem Vers ist die Stelle, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Und die Bibel sagt in Johannes Kapitel 8, Vers 24, da redet Jesus, darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Genauso wie es in Jesaja 43, 10 heißt, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Es gibt einige Leute, die fügen Jesus hinzu zu ihrem Glauben. Zum Beispiel Hindus, die an mehrere Gottheiten glauben, beziehungsweise an einen Gott, der sich in verschiedenen Gottheiten zeigt, der sich auf verschiedene Art und Weise zeigt. Sie fügen gerne Jesus hinzu. Ich glaube auch an Jesus. Ich glaube auch, dass er ein Gott ist. Ich glaube auch, dass er wichtig ist, dass er ein Prophet war oder was auch immer. Es gibt einige Leute in verschiedenen Religionen, die Jesus einfach zu ihrem Glauben hinzufügen. Das ist, was ich damit sagen will. Die einfach Jesus hinzufügen und denken, ja, ich glaube ja auch an Jesus. Aber hier ist das Ding. Jesus sagt in Johannes Kapitel 8, Vers 24, darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Ja, ich glaube auch an Jesus. Ich glaube auch an andere Götter, aber ich glaube auch an Jesus. Deswegen werde ich nicht in meinen Sünden sterben, sondern komme in den Himmel. Aber du musst glauben, dass Jesus derjenige ist. Was ist damit gemeint? Jesaja Kapitel 43, Vers 10. Damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Also du musst glauben, dass es Jesus ist, dass er derjenige ist, dass es vor ihm keinen Gott gab, dass es nach ihm auch keinen Gott geben wird. Du musst also glauben, dass Jesus der einzige, alleinige Gott ist. Ansonsten wirst du in deinen Sünden sterben. Das ist, was die Bibel sagt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, der alleinige Gott, vor dem kein Gott gebildet wurde, nach dem kein Gott gebildet werden wird, wenn du nicht glaubst, dass er es ist, Jesus Christus, dass er der alleinige Gott ist, dann wirst du in deinen Sünden sterben. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ich glaube auch an Jesus,
füge Jesus hinzu zu meinem Glaubenssystem, das funktioniert nicht. Dann glaubst du gar nicht an Gott, dann glaubst du gar nicht an Jesus. Du musst allein an Jesus glauben. Du musst glauben, dass er es ist, der alleinige Gott. Und du musst ihm allein vertrauen, dass er der einzige Retter ist. Denn in Jesaja 43, Vers 11 heißt es, Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Du kannst nicht an einen anderen Gott glauben, um gerettet zu werden. Du musst an Jesus glauben, an den einzigen Gott, an den wahren Herrn, denn er ist der alleinige Retter. Es gibt sonst keinen Retter. Und wenn du das ablehnst, wenn du Jesus ablehnst und wenn du ablehnst, dass er der alleinige Gott ist, dann gibt es keinen Retter für dich, weil du dann den einzigen Retter ablehnst. Die Bibel ist also unmissverständlich klar, dass Jesus Christus Gott ist. Er ist nicht nur Gottes Sohn, sondern auch Gott selbst. Er ist der Herr. Der Titel der Folge ist, der Herr ist Gott. Er allein. Du musst an Jesus glauben, ansonsten gibt es keinen Retter für dich. Denn es gibt eben nur einen Gott. Die anderen Götter, die gibt es nicht wirklich. Und dazu komme ich später noch, was mit diesen anderen Göttern ist, in Anführungszeichen. Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt nur einen Weg, Jesus Christus. Du musst an den Herrn glauben, an den Gott der Bibel. In Jesaja Kapitel 44, Vers 6 heißt es, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Ich meine, dieser Vers bedarf keines weiteren Kommentars. Es ist so eindeutig. Der Herr ist der einzige Gott, es gibt sonst keinen Gott. Ich möchte euch aber wieder die Parallele zum Neuen Testament zeigen. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 1, Vers 11 oder ab Vers 10, ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach. Das ist jetzt Jesus, der spricht. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Also Jesus sagt im Neuen Testament, dass er das A und das O ist, also Alpha und Omega, der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets, der Erste und der Letzte. Er ist der einzige Gott, er ist der Erste, er ist der Letzte. Vor ihm gab es keinen Gott, nach ihm wird es keinen Gott geben. Wieder, Jesus Christus ist Gott, er ist Gott. Du musst an Jesus glauben, weil er der einzige Gott ist. Er ist der einzige Retter, er ist der Erlöser, sonst gibt es keinen Gott. Eine Frage, die aufkommen könnte, ist aber, was ist mit den anderen Göttern? Denn die Bibel spricht durchaus von Göttern. Was ist damit gemeint? In Psalm 96, Vers 5 heißt es, denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen, aber der Herr hat die Himmel gemacht. Also die Bibel macht wieder unmissverständlich klar, dass alle Götter der Völker, Götter in Anführungszeichen, weil sie eben als Götter bezeichnet werden von der Welt, sie werden von den Völkern als Göttern bezeichnet, alle Götter der Völker, was sind sie eigentlich, laut der Bibel? Sie sind nichtige Götzen. Denn es gibt Leute, die sagen, ja, richtig, es gibt nur einen Gott, deswegen beten ja alle denselben Gott an. Moslems glauben an Gott und es gibt ja nur einen Gott, deswegen glauben wir alle an denselben Gott. Aber das stimmt nicht, denn die Götter der Völker, egal ob das der Gott der Moslems ist oder ob das der Gott des Hinduismus ist, ob das Buddha ist oder was auch immer, egal was angebetet wird als Gott, als Gottheit verehrt wird, irgendwie auf eine Stufe mit Gott gestellt wird, alle Götter der Völker sind nichtige Götzen. Das heißt, all die Götter, an die andere Menschen glauben, die nicht Christen sind, das sind keine Götter, das sind nichtige Götzen. Das heißt, es sind tote Bilder und Statuen, die angebetet werden. Sie beten Steine an, sie beten Holz an. Holz kann dich nicht retten. Ein Holz ist kein Gott, ein Stein ist kein Gott. Es gibt nur einen Gott. Die Bibel ist unmissverständlich klar, alle Götter der Völker, egal wie sie heißen, alle anderen Götter außer dem Gott der Bibel sind nichtige Götzen. Den einen Gott, den es gibt, den einzig wahren, findest du nur in der Bibel. Warum? Weil die Bibel es sagt, dass Jesus Gott ist. Ich habe euch die Stellen gezeigt. Jesus ist eindeutig Gott. Er ist der Herr. Es gibt nur einen Gott. Es gibt keinen Retter außer ihm. Er sagt es immer und immer wieder. Wir sollen keinen anderen Gott neben ihm haben. Du findest Gott nicht im Koran. Ja, es gibt nur einen Gott, aber du findest Gott nicht im Koran. Du findest den Teufel im Koran. Das ist einfach nur ein Beispiel, das ich nehme. Ich könnte auch jedes x-beliebige andere heilige, in Anführungszeichen, Buch nehmen, außer die Bibel. In allen anderen heiligen Schriften findest du den Teufel und nicht Gott, weil die Götter der Völker nichtige Götzen sind. Der Koran zum Beispiel sagt, dass Allah der größte Listenschmied ist. Das heißt, der Gott des Islam, der Gott in Anführungszeichen, ist eigentlich der Teufel, weil der Teufel eben der größte Lügner ist. Er war ein Lügner von Anfang an. Wir können auch gerne aufschlagen, Johannes Kapitel 8, Vers 44.
Da sagt die Bibel in Johannes Kapitel 8, Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Der Teufel ist ein Lügner und der Vater derselben. Er hat die Lüge erfunden. Er ist der Vater der Lüge. Und was sagt der Koran? Dass Allah der größte Listenschmied ist. Er ist der größte Lügner, der größte Betrüger. Moslems denken zwar, sie glauben an Gott, sie sagen, ja, wir glauben an den einzig wahren Gott, aber sie glauben eigentlich an den Teufel. Und sie wissen das nicht. Sie sind betrogen worden vom Teufel. Sie wurden betrogen durch den Teufel, durch Irrlehrer, durch einen falschen Propheten wie Mohammed, durch diesen dreckigen falschen Propheten Mohammed, der ein Pädophiler war. Und nein, ich werde keine anderen Götter, keine anderen Propheten respektieren. Warum? Weil es keine Götter, anderen Götter gibt. Wir finden nur den wahren Gott in der Bibel. Und ihm allein werde ich Respekt zollen, weil er allein Gott ist. Wir sollten uns allein vor Gott fürchten. Und worauf ich hinaus will, ist, die Götter der Völker sind Dämonen. Hinter den Götzen, die sie anbeten, hinter Holz und Stein, hinter den Bildern, die Katholiken anbeten, zum Beispiel auch, verbergen sich Dämonen. Denn die Bibel sagt im 1. Korintherbrief Kapitel 10, was sage ich nun? Dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Also Paulus sagt im Grunde genommen, dieser bescheuerte Götze, diese dumme Buddha-Statue oder dieses Götzenopfer, das ist alles nichts. Das spielt an sich keine Rolle. Aber hier ist das Problem. Hinter diesem Götzen verbergen sich was? Ist das wirklich ein Gott? Nein, das ist nur eine dumme Statue. Aber hinter diesem Götzen verbergen sich Dämonen. Dass die Heiden, das, was sie opfern, das opfern sie nicht Gott, sondern sie opfern es Dämonen. Unwissenderweise. Sie haben Gemeinschaft mit Dämonen, sie haben Gemeinschaft mit dem Teufel, sie opfern es Dämonen. Sie stehen unter dem Einfluss des Teufels. Sie glauben, dass das Götter sei, die sie anbeten. Sie glauben, dass der Gott des Islam wirklich Gott ist. Dabei ist er der Teufel. Alle anderen Götter, wenn du nicht an den Herrn glaubst, den Herrn Jesus Christus, wenn du sonst irgendetwas, irgendjemanden außer ihm anbetest, dann betest du buchstäblich den Teufel an. Du betest Dämonen an. Die Bibel sagt in Psalm 115, Vers 4, ihre Götzen sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Also all diese tollen Götter der Völker, die haben sie einfach nur selbst gemacht. Sie wollen sich im Grunde genommen selbst retten durch das Werk ihrer Hände. Es wird nicht funktionieren. Sie haben einen Mund und retten nicht, sie haben Augen und sehen nicht, Ohren haben sie und hören nicht, eine Nase haben sie und riechen nicht, Hände haben sie und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht, mit ihrer Kehle geben sie keinen Laut. Ihnen gleich werden die, welche sie machen, alle, die auf sie vertrauen. Ihnen gleich werden alle, die sie machen, alle, die auf sie vertrauen. Mit anderen Worten, sie werden sterben. Sie werden genauso tot sein, wie alle ihre dummen Götter, die sie gemacht haben, all ihre stummen, tauben, blinden Götzen. Aber Gott sei Dank wissen wir, dass der Herr Gott ist, dass er der einzige Gott ist. Und die Bibel sagt in Römer Kapitel 10, Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, an den Herrn, wird nicht zuschanden werden. Du musst an den Herrn glauben, dann wirst du nicht zuschanden werden, dann wirst du leben. Wenn du auf Götzen vertraust, dann wirst du sterben. Dann wirst du genauso wie die Götzen, auf die du vertraust, tot.